Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Projekt. Wir spielen Panzergeneral aus dem Jahre 1994, das Original natürlich. Und ja, dieses Spiel ist ein bisschen speziell. Man kann nämlich, also man kann entweder hier die Kampagne spielen, kann man bei 1939 anfangen, wenn man, also man spielt natürlich auf der Seite der Nazis. Und ja, im Jahr 1939 kann man anfangen, wenn man Polen angreift, und dann geht es dann hier so ein bisschen weiter. Man kann allerdings auch zum Beispiel Szenarien spielen. Ich weiß nicht, ob die in chronologischer Reihenfolge sind. Und da kann man auch dann beide Seiten spielen, wenn man das möchte. Wir werden allerdings die Kampagne spielen. Bei der Kampagne ist es allerdings so, dass man am Anfang kriegt man natürlich ein paar Starteinheiten und dann kann man zusätzliche Einheiten kaufen. Und am Ende einer Mission kann man dann aber einige Einheiten in die nächste Mission rübernehmen. Das heißt, wenn man in einer Mission scheiße ist, dann kann es durchaus sein, dass man mit einem gehörigen Nachteil dann in die nächste Mission startet. Und deswegen werden wir wahrscheinlich hier nicht drum rumkommen, ein bisschen zu safescammen. Das ist etwas, das ich, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich das absolut verabscheue. Und ja, ich bin da überhaupt kein Fan von, aber wir werden wahrscheinlich in diesem Spiel ja nicht hundertprozentig drum rumkommen. Aber wenn ich das tue, dann dürft ihr mich natürlich gerne auch in den Kommentaren dafür ausbuhen, wenn ja, dann war ich einfach zu schlecht und da müssen wir das machen. Deswegen spielen wir dieses Spiel jetzt auch nur auf Medium und nicht auf Hard. Normalerweise würde ich solche Spiele ja auf Hard spielen, aber dadurch, dass es wahrscheinlich sowieso zum Safe-Scumming kommen wird, wollen wir das minimieren, indem wir das einfach auf Medium spielen. Easy. Easy langen wir es gar nicht an. Wir werden im Jahr 1939 starten, natürlich zu Beginn weg. Ich habe mir das jetzt auch so überlegt, dass mit dem Safe-Scum, dass wir, ja, ich denke, wir starten erstmal das Spiel und dann sehen wir gleich weiter. September, 1. September 1939, your first mission in Operation Fallweiss, the conquest of Poland is to capture the key cities of Kutno and Lodz by September 10th. This keeps open the possibility of conquering Poland before the French and British can launch an attack on Germany. If these objectives are taken before September 10th, additional forces may be available to you for the assault on Warsaw. Also man sieht ja schon, das ist jetzt unsere erste Mission, halt die Städte Kutno und Lodz einzunehmen, und danach geht es dann weiter nach Warschau. Wir haben jetzt 10 Runden Zeit für diese Mission. Das ist jetzt die erste Mission, die geht jetzt noch so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad, aber ich habe die schon gespielt jetzt so ein bisschen als Test. Und ich sage euch, die ist also auch schon ziemlich knackig, kann man nicht meckern. Und kommt hier noch so eine schöne Animation hier, das ist das Dritte Reich, Nazi-Deutschland, und wir werden jetzt hier Richtung Polen einmarschieren. Es ist der 1. September, wir haben 10 Runden, das sind unsere Truppen. So, das Ziel ist es grundsätzlich, ihr seht das jetzt hier, das sind die feindlichen Städte. Vielleicht sollen wir erstmal vielleicht die Musik ein Ticken leiser machen. Ne? So. Das sind die feindlichen Städte und ihr seht da ein paar von diesen Städten, also das hier zum Beispiel und das hier oben, das haben so ein gelber Schimmer rundherum. Das heißt, das sind strategische wichtige Punkte, das sind Siegpunkte und die müssen wir erobern. Die restlichen Städte sind eigentlich egal, geben allerdings ein bisschen, ja, Bonuspunkte. Ich erkläre das dann gleich nochmal. Und ich habe mir das jetzt überlegt, dass immer wenn wir einen Siegpunkt einnehmen, dann darf ich das Spiel speichern. Und ich werde natürlich versuchen, gar nicht zu laden, aber für den Fall der Fälle, dass wir dann laden müssen, müssen wir nicht nochmal die ganze Mission machen, denn die können ganz schön lange dauern und ich glaube, das wollen wir uns nicht antun. Deswegen, ja, wenn wir einen Siegpunkt einnehmen, dann darf ich das Spiel speichern und dann gegebenenfalls dann in einem der Siegpunkte neu laden. So, dann... Ja, wir können ja direkt einfach mal safen, das spielt ja keine Rolle, wir nehmen das jetzt einfach mal LP1. Am Anfang der Mission zu safen, das werde ich sowieso immer tun. Dann könnten wir hier
Animations anhaben. Ich werde das jetzt für einen Zug mal drin lassen, damit ihr seht, wie das überhaupt aussieht. Ich werde das allerdings nachher dann ausstellen, weil es ist ziemlich nervig. So, dann haben wir hier unsere Einheiten. Ich werde jetzt erstmal kurz ein bisschen was über das Spiel erklären. Wir haben die Infanterieeinheiten, wir haben ein paar Panzer, wir haben eine Artillerie. Wir können uns hier auch noch weitere Einheiten kaufen mit diesen Prestige Points. Hier, da haben wir 228 und jede Einheit kostet halt ein bisschen was. Die sind ein bisschen teurer, sind allerdings auch ein bisschen stärker, wenn wir das jetzt hier angucken. Im Vergleich jetzt zu denen zum Beispiel. Ich gehe kurz durch die wichtigen Sachen durch. Leg Movement ist, Ammo ist klar, ist, ja, wie viel Ammo du hast. Fuel, gewisse Fahrzeuge haben Fuel. Und wenn der aufgebraucht ist, können sie sich nicht mehr bewegen. Ich glaube, das wird, wenn man in eine Stadt geht oder außerhalb von einer Stadt steht, wird das wieder aufgefüllt. Lag Movement ist, glaube ich, einfach das, wie weit die Einheit sich bewegen kann. Da haben wir jetzt zum Beispiel 5 und die hier haben sogar 8. Ne, Moment, das ist Ammo. Lag Movement 5, 5, 5 ist alles bei 5. Die Recon-Einheiten, die haben, glaube ich, ein bisschen mehr, genau. Die sind so Aufklärungsfahrzeuge. Dann Spotting. Ich glaube, das ist die Sichtweite der Einheit. Range ist, wie weit sie attackieren kann. 0 ist in diesem Fall 1. Also es gibt jetzt zum Beispiel bei der Artillerie. Da haben wir zum Beispiel 2. Also 0 ist 1. 2 ist aber immer noch 2. Also es ist, ne. Wir werden das dann sehen. Initiative ist, glaube ich, wer zuerst schießen kann. Da gibt es allerdings auch einen relativ starken Randomizer, also generell gibt es hier einen relativ starken Randomizer. Darauf möchte ich euch schon mal drauf einstellen. Hard Attack, Soft Attack ist, ja, Ziele gegen Soft. Das sieht man jetzt zum Beispiel, die Artillerie ist ein Soft Target, Infanterie sind Soft Targets und Tanks sind dann zum Beispiel Hard Targets. Und ja, dementsprechend sind Hard Attacks natürlich gegen Hard Targets, Air Attacks ist gegen Lufteinheiten, Naval Attacks sind gegen Seeeinheiten, die gibt es dann später auch. Dann gibt es eine Ground Defense, das ist einfach Boden Defense, gibt es eine Air Defense und es gibt eine Close Defense. Ich glaube, die Close Defense kommt zum Zuge, wenn es eine Rocket Defense gibt. Das werden wir auf jeden Fall sehen, leider. Zu unseren Ungunsten wahrscheinlich. Aber ja, wir können, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Truppenzahl droppt, dann können wir die auch wieder aufstocken. Das kostet allerdings auch wieder Prestige Points. Und ich denke, ich werde jetzt einfach direkt einfach mal hingehen und uns eine zweite Artillerie mitnehmen für die 228 Prestige Points. Da können wir jetzt auswählen, ob wir das, ob wir hier noch ein Transport Vehicle wollen. Das ist der Opel 6700, der kostet 24, kann aber allerdings auch nichts. Und das hier, das hat zumindest noch ein bisschen Ground Defense. Ist jetzt die Frage, ob wir uns das leisten können. Das würde uns 140 Punkte kosten. Das ist, das wäre es dann auch schon. Das kostet uns 108. Ah, hier sieht man es auch. Ich denke, wir werden erstmal hier den Opel nehmen. Oh, ne? Wollen wir das wirklich hier hinten haben? Man kann ja auch nur spawnen um eine Stadt herum. Wir können jetzt natürlich warten, bis wir die erste Stadt hier oben zum Beispiel eingenommen haben. Oder die hier im Osten. Ich denke, wir warten noch. Wir warten erstmal ab. Dann brauchen wir irgendein Fahrzeug, das relativ gut spotten kann. Ich glaube, das hier war, glaube ich, nicht so schlecht. Genau, das hat ein Spotting von 3. Und die anderen haben eher ein schlechtes Spotting. Also wenn wir jetzt mit dem hier hinfahren, dann können wir hier direkt auch spotten. Wir sehen jetzt noch nichts, weil wir können den Zug noch rückgängig machen. Und jetzt sehen wir hier uns linken unten auch. Wenn wir die jetzt angreifen würden, würden wir wahrscheinlich keine verlieren. Und 4 Schadenspunkte zuführen. Ich denke aber, das geht besser. Wir gucken uns kurz mal die Einheit an. Die hat relativ schlechte Initiative. Die polischen Einheiten, die sind ja generell eigentlich, ja, eher so Kanonenfutter, kann man sagen. Also das, ja. Allerdings, wenn sie verteidigen, können sie dann doch auch ein bisschen zurückhauen. Und dadurch, dass wir nur 10 Runden haben, müssen wir teilweise auch ein bisschen schlechtere Trades in Kauf nehmen. Aber gut.
Ich würde sagen, wir überrennen jetzt einfach die Einheit. Die hat gegen Heart Attacks überhaupt keine Chance. Das heißt, das Ziel wäre jetzt eigentlich, hier mit diesen Panzern vorzugehen. Ich glaube, der hier ist noch ein bisschen stärker. Der hat jetzt, der hat Soft Attacks 3 und Ground Defense 8. Wie war das bei ihm? Soft Attacks 2, ja, der ist ein bisschen schlechter. Das heißt, wir werden mit ihm hier erstmal hier hingehen. Oder warten wir noch mal kurz. Das ist, ja. Ja, wir nehmen ihn hier. Wir gehen mit ihm hier hin und greifen die Kavallerie an. Ja, die Polen hatten am Anfang des Zweiten Weltkriegs hatten die noch Kavallerie. So, hat uns glücklicherweise nicht geschadet. Es wundert mich jetzt aber, dass wir den hier sehen, denn der hat auch Spotting von 3. Okay, 1, 2, 3. Deswegen sehen wir jetzt hier die Truppen da drin. Dann würde ich sagen, greifen wir hier weiter an. Ja, da hat jetzt hat der Randomizer uns ein bisschen Schaden zugefügt. Es ist von Vorteil, wenn wir versuchen, möglichst alle Städte einzunehmen, nicht nur die Siegpunkte, weil wir dadurch mehr Prestige kriegen. Das heißt, wir können dann auch mehr Einheiten, ja, mitnehmen. Dann werden wir den erstmal hier in einen Truppentransporter verlagern. Ich denke, die Hauptschlacht wird dann hier in dem Bereich hier stattfinden. Mit dem jetzt natürlich vorne zu gehen, ist eine ganz dumme Idee. Das heißt, wir werden hier den Fluss überqueren, denke ich. Mit zwei Einheiten. So, der ist auch relativ schnell. Wir können jetzt natürlich die da noch wegmachen. Durch den Wald sind wir ein bisschen verlangsamt. Wir gucken mal, wie viel Schaden wir da machen. 6-1. Ich denke, das können wir in Kauf nehmen. Oh, da gibt es irgendwie noch eine Verteidigungsartillerie. Die haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Und jetzt wurde der Angriff abgebrochen. Das ist natürlich ganz schlecht. Fängt schon mal super an. Machen wir erstmal die fertig. Wir hätten eins nahe, hätten eins näher ran müssen mit den Panzern. So, das ist weitere Kavallerie. Und ich glaube, wir wagen es einfach mal mit dem hier nach vorne zu gehen. Ich weiß, dass hier nicht wirklich viel Defensive auf uns wartet. Das heißt, wir möchten möglichst schnell hier anfangen mit unserer Artillerie da. Den Stützpunkt unter Beschuss zu nehmen. Leider kriegen wir jetzt da wahrscheinlich noch mal eins reingebraten. Ja, das haben wir jetzt nicht so intelligent gemacht. Aber gut, wir gucken mal, was der Gegner macht. Ja. Und jetzt müssen wir uns auch schon zurückziehen hier mit unserer Truppe, beziehungsweise sie ziehen sich automatisch zurück. Ich würde was sagen. Wir gehen hier hin und greifen mal die Artillerie ein bisschen an. Leider sind die Panzer jetzt hier am Anfang des Spiels, ja, nicht wirklich pralle. So, wir könnten den hier jetzt auspacken und einfach mal schon mal hier auf das Ding hier drauf schießen. Die können sich auch nicht wehren gegen die Artillerie. Das ist eine relativ coole Sache. Und jetzt würde ich fast sagen, machen wir die einfach mal weg. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Und dann können wir jetzt hier den Fluss überqueren. Da sind wir jetzt natürlich ein bisschen langsamer. Ja, was machen wir hier? Die Artillerie kann uns jetzt nicht mehr schaden. Das heißt, wir werden erstmal unsere Leute heilen. Das ist auch immer ganz wichtig. Stürmen nach vorne. Hier ebenfalls. Die kann jetzt natürlich den Panzer kann sie angreifen, aber gegen den Panzer, ich glaube, die ist ja Heart Attack ist jetzt nicht sonderlich stark. Das hier bringt gar nichts. Also wir können den immer hier platzieren. Ich glaube nicht, dass die uns groß. Die haben eine Heart Attack von 1. Die werden uns nicht großartig angreifen. Wir bleiben erstmal außerhalb der Range von der Artillerie. Oh, und hier hinten haben wir auch noch Truppen.
Dann gehen wir mal nach vorne. So, ich möchte möglichst schnell diesen Stützpunkt einnehmen, damit wir da neue Einheiten beschwören können, neue Einheiten rufen können. So, haben wir noch Einheiten, die sich nicht bewegt haben? Ja, hier. Ah, hier können wir nochmal super schöne Artillerie... Boah, das war nicht schlecht. Das ist ziemlich in die Hose gegangen, naja. Ich hoffe, wir verlieren nichts. Huh, die hat sich zurückgezogen. Das ist super. Jetzt, es sieht zwar so aus, als könnten wir da reingehen. Ich glaube, das geht allerdings nicht. Wir können es mal probieren, ja. Und dann wird er auch direkt angegriffen. Jetzt haben wir hier Rugged Defense und der Panzer ist fast tot. So, ich denke, wahrscheinlich müssen wir diese Mission dann direkt auch nochmal neu machen. Nochmal neu laden, wahrscheinlich. Wir werden sehen. Ich werde es natürlich ohne probieren. Jetzt kommen wir hier fast nicht mehr ran. So, die Artillerie ist schon mal weg. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich in aller Ruhe um die Penner hier kümmern. Kommen wir hier ran? Jawohl. Rocket Defense schon wieder. Ah, das tut super weh. Und der Angriff ist jetzt natürlich auch... Er wurde abgeblasen. So, hier oben brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung. So, jetzt müssten die rausgehen. Jawohl. Das mit dem Panzer können wir jetzt hier das einnehmen und die wahrscheinlich noch fertig machen. Wir haben einiges verloren. Können wir jetzt bereits... Ja, wir können jetzt bereits hier unsere zweite Artillerie kaufen. Das werden wir auch tun. Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben noch 139. Ich denke, wir müssen unsere Truppen erstmal wieder heilen. Das heißt, wir sollten die restlichen Punkte jetzt erstmal sparen. So. Wir werden hier den Stützpunkt auch versuchen einzunehmen. Und hier wird dann die gegnerische Hauptstreitmacht sein. Ich hoffe, wir verlieren diesen Panzer nicht. Das wäre so, wenn wir diesen Panzer verlieren, müssen wir nochmal neu anfangen. Aber ging nochmal gut. So, jetzt können wir den... Ne, ich möchte den Panzer erstmal nicht... So, erstmal vertreiben wir die hier. Ah, das ging auch wieder ziemlich in die Hose. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir den Panzer auf 7 kriegen wir ihn hoch. Also manchmal, ich glaube gerade, wenn Gegner in der Nähe sind, geht das nicht so einfach. So, die kriegen wir auf 10 hoch. Das packen wir hier ein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal erstmal hier hin. Und wir bleiben hier. Und greifen die erstmal an. Und hoffen, dass die hier nicht unsere Artillerie angreifen. Das wäre etwas ungünstig. So, euch müssen wir auch heilen. Ihn hier schicken wir aber vor, weil wir müssen sehen, was der Gegner noch so hat. Okay, da ist auch nochmal ein bisschen was drin. Haben wir noch Truppen? Ja, hier Panzer. Wir können ja mal hier hingehen. Oh. Da ist auch nochmal eine Artillerie. Also da scheint auch relativ viel Verteidigung noch vorhanden zu sein. Was ist mit euch? Ja, wir greifen hier mal an. Hier kein Rugged Defense diesmal. Das heißt, wir haben hier einen weiteren Stützpunkt eingenommen. Sehr schön. Das heißt, diese Artillerie ist frei, um hier beim Bombardment hier mitzuhelfen. Das ist natürlich super. Und ja, ich hoffe, dass jetzt hier die Artillerie nichts abkriegt. Sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ah, da würden wir natürlich ein bisschen was aufs Maul kriegen. Das heißt, wir werden hier erstmal ordentlich was kaputt machen. Ah, genau, ich wollte euch noch zeigen, wie die Cinematics aussehen. Das heißt, wir werden die erstmal einschalten. Ja, dann greifen wir die erstmal an.
So sieht das aus. Die schießen jetzt beide gleichzeitig. Und wir haben, ja, wir haben doch einiges verloren. Mehr als angenommen. Aber dafür können wir die jetzt wegmachen. Schon wieder kämpfen sie gleichzeitig. Ich glaube, unsere Initiative hier ist nicht sonderlich hoch. Aber wir haben es mit voller Mannstärke überlebt. Wie viel Prestige haben wir noch? Nur 78. Also das Heilen hat jetzt doch einiges gekostet. Ich werde jetzt auch hier die Cinematics wieder ausschalten. So, dann wenn wir dich hier hochbringen. Ja, hier, das wird schwieriger. Wir müssen erstmal hier die Artillerie ausschalten. So viel steht fest. Und das hier ist auch eher ein bisschen ungünstig. So, wir werden jetzt unsere Truppen hier nachziehen. Ja, dieser Panzer ist leider nicht so sonderlich gut. Haben wir noch was? Ja. Können jetzt die hier noch wegmachen. Ah, Rocket Defense. Hat aber nichts gebracht. Hat ihnen nichts gebracht. So, ich denke hier, der Südosten ist gesichert. Sehr schön. Ja, im Norden, das wird noch ein bisschen schwierig werden wahrscheinlich. Wir gucken mal, was der Gegner macht. Ah, jetzt kommt er mit seinen Panzern. Sind nicht die besten Panzer. Wie man sieht, haben sie auch keinen Schaden gemacht. Aber haben doch immer Soft Attack 2. Und ich glaube, unsere... Ja, der Hard Attack ist auch nur bei 2. Also es ist... Jetzt können wir entweder diesen Panzer hier weiter angreifen. Mit unserem Panzer, weil unser Panzer hat eine ordentliche Hard Attack. Können wir, ja, da würden wir 4 machen. Oder wir gucken hier, da würden wir 2 wegmachen. Ich denke, wir machen erstmal hier diesen Panzer weg, weil er uns sonst die Infanterie weghaut. Und dann ziehen wir unsere Leute nach. So. Dann fangen wir an, hier diese Stadt hier zu belagern. Sehr schön. Ihr könnt euch hier auch nachziehen. Ich werde den erstmal hier hin tun. So, dann greifen wir hier an. Und in der nächsten Runde können wir dann auch schon da oben auch mit angreifen. Da sollten wir jetzt niemanden verlieren, wenn jetzt nicht eine Rocket Defense ist. Oh, wir haben trotzdem super viele Leute verloren. Aber wir können hier den Stützpunkt einnehmen und können die noch wegmachen. So, wie sieht es hier oben aus? Ah, das ist natürlich... Wir müssen erstmal mit den Infanteristen schon wieder eine Rugged Defense. Aber diesmal hat es ihnen nicht so viel gebracht. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Jetzt können wir mit dem Panzer nochmal nachlegen. Ich glaube, dieser Stützpunkt gehört uns. Super. Das hat uns jetzt auch einiges wieder an Prestige gegeben. Was natürlich hervorragend ist. Dadurch könnten wir jetzt hier sogar nochmal eine zusätzliche Einheit kaufen. Ich denke, vielleicht... einen guten Panzer. Der hätte Hard Attack 3, Soft Attack 3. Soft Attack 3 wäre mir wichtig. Was ist hier der Unterschied? Der hat ein bisschen mehr Ammo. Der hat dafür ein bisschen mehr Spotting. Und der hat ein bisschen die bessere Air Defense. Sind aber beide gleich teuer. Ich glaube, Spotting ist mir fast ein bisschen wichtiger. Und die sind halt schon um einiges besser. Ich denke, wir werden jetzt hier erstmal nochmal einen Panzer kaufen. Einen zusätzlichen. Und haben jetzt nur 36, um unsere Leute wieder hochzuheilen. Was
Der hat schon gezogen, der hat auch schon gezogen. Das heißt, wir ziehen hier unsere Leute nach. In der nächsten Runde versuchen wir, die hier wegzumachen. Haben wir sonst noch? Nee, haben alle gezogen. So, Turn 6, Turn 7. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Runden Zeit, um das hier einzunehmen. Es kann gut sein, dass wir das jetzt nicht schaffen. Das wäre natürlich etwas tragisch. Dann würden wir das einfach in der nächsten Episode nochmal probieren. So einfach ist es. So, wir müssen langsam aber sicher auch hier oben unsere Leute haben. So, die muss weg. Die muss einfach weg. So, ihr heilt euch erstmal. Unser neuer Panzer. Ja, gegen Städte, im Städtekampf sind die leider nicht sonderlich gut. Ah, 4-4, die haben natürlich Artillerie-Support, deswegen ist es ein bisschen ungünstig. Aber wir müssen was tun, wir müssen angreifen. Es hilft einfach nichts. In der nächsten Runde werden wir diese Artillerie hier umzingeln. So, dann machen wir erstmal die hier weg. Und mit dem Panzer können wir dann nach vorne gehen. Und in der nächsten Runde können wir hier anfangen, das zu belagern. Aber es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste werden. Diese Stadt, ich glaube nicht, dass wir die noch einnehmen können. Wie viel Prestige haben wir noch? 19. Kriegen wir eine Heilung hin? Auf 9, ja, immerhin. Immerhin. So, was haben wir noch? Er hier. Ja, er taugt leider nichts. In der nächsten Runde können wir dann hier nochmal ein bisschen angreifen. Unsere Hauptstreitmacht ist jetzt schon hier oben bei, wie heißt die Stadt? Kutno. Also Lotz haben wir bereits eingenommen. Aber wir haben nur noch 3 Turns. In 3 Turns muss das Ding hier weg sein. Und er hat hier seine verdammte Artillerie geheilt. Dieser Penner. So, das Ding ist weg. Das ist super. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Das heißt, wir werden hier direkt auch nachrücken. Dann werden wir hier die Kavallerie beschießen. Müssen jetzt hier ein bisschen was riskieren. Er kann jetzt nicht mehr weg. Und gibt auf. Das heißt, wenn er aufgibt, ist die Einheit komplett weg. So, dann greifen wir. Boah, das bringt ja nichts. Ja, ein bisschen was. Ein bisschen hat's was gebracht. So. Kriegen wir die Stadt hier? Das wäre super. Das würde uns hier nämlich nochmal ein bisschen Prestige geben. Vielleicht können wir sogar die auch noch mitnehmen. Müssen wir mal gucken. So, jetzt können wir hier... Ich denke, wir greifen erstmal die hier an. Ah, da ist noch ein Panzer. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ihr zieht nach. So, das ist eine Anti-Tank-Gun. Die ist aber super schlecht gegen Infanteristen. Surrender? Jawohl. Leider können wir, glaube ich... Ja, wir können den Punkt nicht einnehmen. Das heißt, nächste Runde werden dann irgendwelche Idioten danach rücken. Ah, das hat ziemlich weh getan. Wie viel Prestige haben wir? 57, okay. Und aus irgendeinem Grund wurde gerade das Spiel wieder super laut. Man weiß nicht genau warum. Haben wir noch was, das nicht gezogen ist? Ja, der Panzer natürlich. Wir ziehen ihn einfach und der auch.
So. Jetzt haben wir noch zwei Runden. Jetzt greift er unseren Panzer an. Ja. Vergeltungsmaßnahmen. Dann müsste jetzt mit irgendjemand müsste er da reingehen. Ja, mit dem Fünfer geht er da rein. Das ist, wir könnten wahrscheinlich in dieser Runde das Spiel, die Map gewinnen. Die Frage ist, kriegen wir diesen Punkt hier noch? Wir können jetzt alles riskieren. Ich glaube, die Gegner werden sowieso wieder geheilt. So, vielleicht kriegen wir die hier raus. Ah. Na, kriegen wir die? Zwei. Na komm, mach sie fertig. Super. Vielleicht kann er jetzt hier reingehen. Jawohl. So, wieder ein Punkt mehr. Das heißt, wir haben nochmal 100 Prestige. Ich denke, wir sollten... Ich glaube, die Prestige können wir nicht mitnehmen. Ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich denke, wir sollten... Wir sollten hier nochmal eine Infanterie kaufen. So. Dann machen wir die weg. Eins ist ein bisschen dürftig. Aber das sollte eigentlich klappen. Und das sollte uns den Sieg bescheren. Na? Axis Minor Victory. Keine Ahnung, warum es nicht Major Victory ist. Wir wissen es nicht. So, wir saven uns mal. Aus LP2. Congratulations on completing your mission satisfactorily. The next assignment is to take Warsaw and several nearby Polish cities by no later than September 30th. Intelligence warns us that the French and British are preparing for an attack towards the Rhine within 2 to 3 weeks, so it is important to take all your objectives as soon as possible. Ich glaube, wahrscheinlich haben wir einen Ticken zu lang gebraucht, um die vorherige Mission abzuschließen. Deswegen war es nur ein Minor Victory. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwiefern das eine Rolle spielt. Weil wir scheinen alle Leute zu haben. Aber an dieser Stelle werden wir einen Break machen. Und die Musik ist schon wieder super laut. Und sehen uns dann hier hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Euer Northgate.